Vielleicht gehst du raus. Oh, ich habe ihn gesehen. Und er hat mich gefressen. Aber schon gefressen. Next Ghost Better Luck. Genau, so sehe ich das auch. What could possibly ghost wrong? Aus hier. Was? Jo, das Ding. Reagiert auf? Kann. Finde ich gut. Geht da durch. Aber wie sie nochmal nachguckt. Geht das doch? Ihr seid so gemein zu mir. Nein. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Nein. Da habe ich euch die neuen tollen Stative besorgt und dann das. Ja. Aber immer noch die alten Thermomixer. Richtig. Arbeitet dran. Wenn ihr mir immer die falschen Geister vorschlagt, komme ich natürlich zu nichts. Ich habe gesagt M5. Du hast diesen Handabdruck gefunden. Ja, keine Ahnung, wo der herkam. Wahrscheinlich hättest du kurz vor der Reihe gewusst. Hat irgendjemand mal geguckt, wo... Ja, ich weiß wo. Natürlich nicht. Ganz schön düster hier. Erstaunlicherweise weiß ich, wo es wo wir hin müssen. Für den Strom. Satt weiß was. Ah, oben. Rennt, ja, rennt, er weiß was. So, ihr seid und er läuft sogar richtig, das ist viel gruseliger. Und ich habe den Strom angemacht. Und wieder aus. Und wieder an. Ok. Licht angemacht. In der Küche. Die Temperatur hochgeht. Und zwar würde ich behaupten. Das kann ja jeder sagen. Zumindest kam gerade aus der Richtung ein übernatürliches Geräusch. Nur und weil hier die Temperatur runtergeht. Ja. Oder wegen den Geisterschwaden. Das heißt gar nichts. Ich habe meinen Thermomix mal auf die Dings gelegt. Ich lege die Kamera hier auf den runden Tisch. Also die Fotokamera. Sollte jemand Fotos machen wollen? Ich habe meinen Thermomix mal neben das Journal gelegt. Ich gehe eine Kamera aufstellen mit meinem tollen neuen Stativ. Du magst das Stativ. Ich freue mich über die kleinen Dinge. Ich kann machen, dass es hin und her und hin und her. Vielleicht. Kreuzigung vollendet. Hier steht eine Kamera direkt am Eingang. Warte, da liegt schon ein Buch. Wo ist mein Stativ? Irgendein Stativ steht am Eingang. Oh, das kann nicht sein. Da habe ich es nicht hingestellt. Hast du Mausrad bewegt oder sowas und stellt das ab? Ja, ist ja gut. Albern, aber ja. Ja, ich habe meine Taschenlampe gesucht. Der stellt es nicht ab, der schmeißt es dann hin. Ja. Da schmeißt sich ab, bumm. Hi. Shalom. Ja, welch gutes Wetter für eine Geisterjagd. Der Mann da? Was? Schatz gewesen.
gut, das war ein Otter, aber trotzdem. Vielleicht war es ja ein Dotter. Da ist schon wieder was an dem Platz. Sad, machst du schon wieder illegale Sprüche? Meine Sprüche sind nicht illegal, sie sind nur schlecht. Und illegal. In manchen Staaten bestimmt. Auf jeden Fall in meinem Staat. Was ist mit diesem Bewegungssensor? Warum geht der nicht aus? Vielleicht steht der Geist drin und macht Party? Das könnte sein. Mach ihn halt nochmal ab und wieder an. Also im Auto ist keiner an. Ich bewege jetzt erstmal die Dots hin und her in der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht sehe. Na gut, dann halt nicht. Dann lege ich es halt wieder da ein, wo sie vorher lagen. Und bist du freundlich? Ein Orb. Wir haben Orbs. Wenn du gerade im Sutterin bist, kannst du nochmal auf das Gefriertemperatur schauen. Ja, ich mach gerade Boxing. Ich mach gerade Unboxing, um genau zu sein. Ich mach gerade, guck mal, da ist der Saat. Nee. Unboxing ist raus. Wir haben plus 1 Grad. Gut, das kann ja noch werden. Salz gelaufen? Bis jetzt nicht. Es ist ein Geist. Ist eigentlich raus, wenn die Box raus ist. Ach nee, mit Orbs ist der Geist schon raus. Das sowas nicht. Ach, Box haben wir nicht, ne? Hast du gesagt? Nein. Bis jetzt nicht. Die hat bei dir zumindest vorhin funktioniert. Ja. So, was hatten wir? Wir hatten Orbs. Orbs. Genau, wir hatten Orbs. Ja, dann. Kann es ja nicht mehr so viel sein. Und der ist gerade durch den Bewegungsmelder gegangen? Jupp. Er ist am Sofa. Alter Chiller. Der Orb ist aber da auf der rechten Seite. Da, wo der... Ja, ist sie. Wo der... Dings ist. Schaukelstuhl. Da ist er. Das heißt, ich würde da gern auch nochmal einen Dotz hinlegen. In die Richtung. Bin dabei. Hey, warum geht ihr ohne mich? Das Licht ist schon wieder aus. Ich hab's ausgemacht. Ach so. Also nachdem du raus bist. Box funktioniert so im Dunkeln und so. Ja, true that. Ja, er ist durchs Salz gelaufen. Der schaukelt auf jeden Fall. Dann ist es kein Geist. Das wussten wir schon. Oh, vorsichtshalber nochmal alles gesalzen. Hat er irgendwas angepatscht mit seinem... Eine, oder? Patsche. Sag mir bloß Bescheid, bevor du mich alleine lässt. Ich stehe da mittendrin und Ultraviolette. Ultraviolette an der Außenseite. Rest ist auf null. Fußspuren. Tatsächlich. Nackte Fußspuren. Ja. Naked time. Fußspuren sind mittlerweile ultraviolett oder nicht? Nein. Nö. Fußspuren sind unheimlich. Fußspuren beweisen nur Füße. Oh, ich gehe jetzt raus. Wie gut, dass sie schon lange draußen ist. Obwohl ich auf sie warten sollte. Das ist was anderes. Du bist Richtung Tür gelaufen. Ich bin hinterher gelaufen. Deswegen war ich auch die ganze Zeit in deinem Rücken. Genau. Nein, du bist Richtung Tür gezuckt. Und ich bin gleich hinterher gezuckt.
Nur, dass du dann durchgezogen hast. So ist denn noch. Irgendwas anderes draußen, was wir ignorieren könnten. Leider nicht. Es wäre so einfach. Laufen würde. Stattdessen läuft er da hinten durch die Gegend. Na gut, das ist ja alles Geistraum. Ja. Was haben wir denn jetzt? Orbs. Ja. Und die Orbs sehe ich auch nicht mehr. Der Mimik ist raus mit Orbs. Seien die Orbs sind jetzt weg. Aber ist es ein Orb? Ist er vielleicht woanders gegangen? Ich nehme mir meinen Schnaps. Er ist da gerade durch den. Er ist gerade durch den Bewegungsmelder hinter dem Schaukelstuhl gegangen. Aber nicht durch die Dotze. Ah, und jetzt gerade. Also er ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall in dem Raum unterwegs. Hm? Ich glaube, wenn es die ganze Zeit hin und her blinkt, wird mir irgendwann schlecht. Dann stell's halt fest. Mach ich doch. Aber es kann sich drehen. Ja. Es ist aber kein Karussell. Och, nein. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Okay. Scheiße, nein. Und rückwärts. Und mit Hypergeschwindigkeit geht es in die andere Runde. Wer nicht will, der hat schon noch mal und jetzt alle die Kotztüten raus. Ich wäre so schlecht im Vergnügungsparkgeschäft. Mhm. Lernst du? Also wir hatten keine Ultraviolett außer die Fußspuren. Ins Buch schreibt er nicht und Gefriertemperaturen haben wir auch nicht. Super. Das jo. Ist einer von diesen Geistern. Dann ist es wohl ein Arschloch. Zu wenig Echo, ja, ich weiß. Aber die Bewegungssensoren sind durch. Ach was? Ich habe dummerweise keinen Stimmverzerrer oder sonst irgendwas, wo ich ein Echo draufsetzen könnte. Ansonsten könnte ich dir jetzt mit Echo ein, also so. Sind die Orbs wieder? Da war wieder ein Orb. Mit Echo wärst du auf der Kirmes der Renner. Ich würde permanent auf deinem Geschäft sitzen. Das klingt jetzt ein bisschen falsch. Von? Allem. Aber wenn es dir Spaß macht, tu dir keinen Zwang an. Wir schämen hier nichts. Gewollt falsch. Ah. Okay. Gewollt. Da, Dotze. Nee, keine Dotze. Nein, stimmt, es ist nur der Schaukelstuhl. Ich sag ja, das war das, was ich auch dachte. So, endlich Dotz, aber nein, der Schaukelstuhl. Aber weißt du was, wir Ultravioletten jetzt den Schaukelstuhl nochmal. Okay. Wer geht mit? Wer geht mit? Ich hab nochmal das Impf dabei. Ich hab ein Geräusch dabei, dann hören wir vielleicht zumindest. Ich mache ein Foto von euren Leichen. Und wenn ich sterbe, macht ein Foto von meiner Leiche. Mal gucken. Schauen. Ich habe ein Fotoapparat drin. Hier liegen auf jeden Fall genügend Ultraviolette rum. Ja. Ampf ist boring. So, nee, der Stuhl hat keine. Vielleicht ein Lichtschalter oder sowas. Ja, bin ja schon dabei. Aber leuchte doch mal nicht den Lichtschalter an. Mit der Taschenlampe, meine ich. Entschuldigung, ich habe gerade mal geguckt, ob wir überhaupt noch Strom haben. Haben wir aber nicht mehr. Der Strom ist aus. Aus ist der Strom.
Der Stuhl? Der Stuhl ist es. Ghoststuhl. Hat ein N von 3. Nicht mehr, nicht weniger. Und das auch nur, wenn er schaukelt. Ja, das ist normal für den Stuhl. Wir haben immer noch plus 1, was auch immer. Ich schmeiß jetzt mal das Thermomix auf den Stuhl. Das andere Ding ist immer noch im Plus. Kommst du mit? Lass mich halt allein. Mit kommst du noch da. Ich habe an dich gedacht. So bin ich zu dir. Ah, wir haben Tätigkeit. Wunderbar. Wir haben aber jetzt alle Sanity gedroppt. Und ich habe vorher noch einen Schnaps getroffen. Der Stuhl hat geschaukelt. Salz, Salz, Salz. Also das mit dem Foto wird auch nicht so wirklich was. Nee. Wer ist denn jetzt drin? Ich. Warum? Obviously. Naja, ich habe nur gesehen, dass da ein grüner Punkt sich bewegt hat und dann habe ich mich umgeguckt und... Naja, wenn da draußen ist, kann nur ich drin sein. Ach, ja, was. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich Sat noch nicht gesehen. Ach, wie kann man denn Sat übersehen? Hast du mich gerade fett genannt? Hast du jetzt gesagt, er ist fett? Ja. Okay. Also ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass der Geist einfach zu blöd ist, auf seine Box zu reagieren. Ja, wahrscheinlich. Introvertiert. So, wo ist die Box denn jetzt? Dann wär's noch Mario, Yukai oder Onryo. Bist du freundlich. Aber als er die Box angemacht hat, ging der Orbs wieder los. Ist der Orbs jetzt wieder weg? Nee. Nee, ist er. Und zwar erstaunlicherweise ziemlich genau da, wo du stehst. Also jetzt ein bisschen nach rechts noch, aber... Oh, kannst du vielleicht die Dots, die auf dem Tisch liegen, kannst du die vielleicht nochmal umlegen? Weil irgendwie sehen wir die immer nur so halb. Ja. Irgendwie so, dass die den Raum ein bisschen besser ausleuchten. Ich weiß nicht so genau. Ich kann sie genauso hinlegen, wie sie vorher lagen. Oder aufs Sofa. Richtung... Richtung Ofen. Herd. Vielleicht gehst du raus. Oh, ich hab ihn gesehen. Und er hat mich gefressen. Aber schon ein Foto. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Das Einzige, was ich tun konnte. War aber kein Phantom. Nein, es war kein Phantom. Aber Phantom war auch raus. Hey, das ist ein Dreiergeisterfoto und sie ist schon wieder nackt. Und hier irgendwo ist, glaub ich, eine Tür. Ah, da. Das haben wir schon an den Füßen gesehen. Keine Schuhe ist nicht nackt. Das heißt, ich darf nicht auf das Foto gucken, weil das ist dann, also, guckt weg, Sleep. Ich schick's euch im. Ah, schwarz, schwarz. Ah, da oben kann man so ein bisschen was erkennen. Also guckt weg, Stream, ihr dürft das nicht sehen. Der Stream ist ab 18 oder so. Moment, dann dürft ihr es noch sehen. Ach, verdammt. Ist sogar noch... Nee, ist noch nicht noch 20. In Ordnung. So, jetzt hat es unseren Sat gesnackt. Was machen wir jetzt? Rausfinden, was es für ein Geist ist. Ich bin beim Raten. Aber Buch ist immer noch nicht, Gefriertemperatur ist immer noch nicht, Dots ist immer noch nicht. Und das sind normalerweise eigentlich die, auf die du dich verlassen kannst. So, also genau. Das ist Vorbild, okay. Ja, du weißt Bescheid. So, wenn wir Geisterorbs und Geisterbox haben, aber kein Geisterbuch und keine Gefriertemperatur und keine Dots, dann haben wir keinen Geist. Richtig. Es ist der Obak. Dann haben wir keinen Geist. Und was hat mich gerade gefressen? Ein Obake. Selbstmord. Ist ja kein Geist, ist ja durch Salz gelaufen. Achso.
Ja, nicht noch mal rein. Nein, 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 nein. Wo liegst du denn, Sat? Müsste direkt vor der Tür irgendwo rumliegen. Genau, weiß ich das nicht. Ich bin gestorben. Und ich bin rückwärts gelaufen beim Fotografieren. Gibt's Sinn. Dich will ich ausschließen. Was haben wir denn da noch? Du garantiert nicht. Davon hat er mehr gehört. Du bist eigentlich auch nicht schwach geworden. Ja, dann. Hör ihn. Und er ist auf 10. Ja, er jagt. Ich sehe, wie der Otter mitläuft. Ja. Ist gerade ja, durch aber ich Dings gegangen. Er jagt nicht mehr. Nein, nein. Ah, der Otter ist weg. Aber ich wollte gerade sagen, das Entkommen dem Geist während einer Jagd ist auch nicht erfolgreich gewesen. Ich habe bloß sagen, dass der Otter weg ist. Oh, und ich weiß nicht, was ihr so taut, aber ich habe jetzt noch 16 Sanity und fahre nach Hause. Ah, du hast 4 Pullen Schnaps? Oder 3? Ist mir egal, ich gehe da nicht rein. Ja, dann fahr halt. Wir hätten ja die Bullen Schnaps trinken können, bevor der Otter reingegangen ist. Das hätte Habt ihr was eingestellt? Können. Ja, ich habe was eingestellt. Wie ist es falsch? Otterli? So runter war ich gar nicht. Ja, aber ich. Die Durchschnittssanity war halt scheiße. Das heißt, du hast mich jetzt getötet, ja? Ja, absolut. Hast du was eingestellt? Ja. Okay, dann fahr ich jetzt. Ja, das war ich. Ja, ganz klar. Das merke ich mir. Gibt doch keinen Grund, da jetzt groß was anderes zu behaupten. Das merke ich mir. Was? Dass du mich hier geopfert hast. Sag wer. Immerhin hat sich den richtigen Geist jetzt verraten. Ha, siehst du? War gar nicht nötig, sich fressen zu lassen. Ich hatte ihn an den Geist, von daher war es egal. Ich habe ursprünglich Was auch auf Rache getippt. Ja, ich auch. Naja, gut, aber logischer Ausschluss. Ihr habt schon recht, ne? Gefriertemperaturen, Dots, Orbs, der Scheiß ist sicher. Ich weiß, das kommt halt. Danach habe ich die Sachen auch entsprechend also rausgenommen. Dann waren noch 4 übrig. Die habe ich mir angeguckt. Der konnte es nicht sein, der konnte es nicht sein. Teil ja, aber die Orbs hatten war wir zu lang leben. Richtig, die Orbs blieben ja. Also wir hatten ja 4 Sachen oder 3 Sachen, die waren es nicht und die Orbs. Und dann war eigentlich nur noch der übrig. Ja. Na, ist ja Wurst. Mi, 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 Auf mi, in den nächsten Tod. Es zählt nur, dass keiner mich getötet hat. Vorsicht im Dunkeln, der Geist kann dich spüren.